Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute wollen wir mal mit den Kindern Pflanzen entdecken. Ja, die sind schon so alt wie die Dinos da hinter mir. Und wo entdeckt man die am besten? Natürlich in einem botanischen Garten. Sicher gibt es bei euch sowas auch. Wenn es eine Universität gibt, gibt es meistens einen botanischen Garten. Es gibt auch andere Städte, die haben eigene botanische Garten, wo ihr rein könnt. Die meisten haben freien Eintritt. Und da könnt ihr mit den Kindern tolle Pflanzen entdecken. Heilpflanzen oder eben auch die Pflanzen, die ich euch heute zeige, die schon die Dinos erlebt haben. Also höchste Zeit, dass wir jetzt einen botanischen Garten besuchen. Eine tolle Idee für jedes Wetter. Welche Pflanze wird es wohl sein, die schon zu Zeiten der Dinos unterwegs gewesen ist? Und viele botanische Gärten sind auch auf Kinder eingerichtet und haben hier spezielle Waldentdeckungspfade oder Pflanzenentdeckungspfade. Also hier haben wir zum Beispiel, wie heiße ich? Wie sehen meine Früchte aus? Dreh mich um. Da haben wir zum Beispiel die Eberesche. So sieht das Ganze dann aus. Also auch für die Kinder sehr, sehr kurzweilig. Und ihr erfahrt auch etwas. Es soll ja Erwachsene geben, die können eine Eiche von einer Fichte nicht unterscheiden. Wenn ihr das mitgemacht habt, dann kennt ihr euch auf jeden Fall aus. Pflanzen können auch heilen. Das wissen die Menschen schon wahrscheinlich, seit es uns gibt. Und deswegen haben viele botanische Gärten auch einen sogenannten Apothekergarten. Da seht ihr Heilpflanzen, die ihr zum Teil gar nicht kennt und die Kinder auch nicht. Und wie die aussehen, die schauen wir uns jetzt an. Und hier sehen wir zum Beispiel schon mal den roten Fingerhut, den wolligen Fingerhut. Der ist natürlich auch sehr, sehr giftig, wie wir wissen. Eine Giftpflanze ist auch entsprechend gekennzeichnet. Also da natürlich aufpassen drauf. Hier haben wir das Frühlings-Adonis-Röschen. Klar, das sieht jetzt im Hochsommer nicht mehr ganz so. Ja, und hier stehen wir jetzt vor einem Baum, der eigentlich in Australien zu Hause ist. Den Eukalyptusbaum, auch Blaugummibaum genannt. Kein Wunder, wenn jetzt der Koala-Kare plötzlich irgendwo runterhüpfen würde. Hey, voll fett. Ja, und was los ist, wenn die Kinder Bronchitis oder festsitzenden Husten haben? Hier seht ihr die Pflanze, die helfen kann, nämlich das Süßholz. Das hat ätherische Öle drin und kann deswegen auch gegen den Husten helfen. Oder hier haben wir die Pimpernelle. Alles Pflanzen, die Kinder so normalerweise nicht. Ja, und jetzt stehen wir gerade vor dem Echinacea, dem bleichen Sonnenhut. Und ihr seht selber, der ist sehr gut für die Immunabwehr, aber auch beliebt bei den Insekten. Hier geht es gerade richtig, richtig zu Wasserbienen, Wespenbienen, alles ist hier unterwegs. Hinter mir seht ihr typische Pflanzen aus dem Mittelmeer, nämlich die Artischocke und die Pomeranze, die Bitterorange. Auch das gehört zu einem Apothekergarten. Aber jetzt schauen wir weiter, was es sonst noch zu bieten gibt, außer diesen tollen Apfel. Liebe Kinderautoren, ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch heute Pflanzen, die schon seit den Dinosauriern auf unserer Erde sind. Und hier stehen wir davor, ich rede von Farn. Und es gibt auch hier im Botanischen Garten einen speziellen Farntal. Und das wollen wir uns auch. Ja, und hier im Farntal kommen Frösche sehr, sehr nahe. Ja, und ihr seht, der Weg schon hier ist sehr, sehr, sehr spannend. Da war gerade ein Frosch, der da reingehüpft ist. Also es gibt hier einiges zu entdecken und zu sehen im Farntal. Weiter geht's auf abenteuerlichen Pfaden im Botanischen Garten. Wie gesagt, jeder botanische Garten ist anders angelegt. Genau darin liegt der Reiz. Aber die Kinder und ihr lernt auf jeden Fall eine Menge über die Pflanzen, jetzt hier über die Farne, die es seit der Dino-Zeit bereits auf der Welt gibt. Ja, und ich muss auch sagen, es ist wirklich spannend, hier durch den Botanischen Garten zu wandern, auch für die Kinder. So, jetzt hier müssen wir wieder den Bachlauf überwinden von oben. Da haben wir den Blick zurück. Also es ist wirklich ein Stück wilde Natur mitten in der Stadt. Ja, und hier sehen wir auch was sehr Interessantes. Einen Baum mit seinen Baumringen, wo eingelassen ist, welche besonderen Ereignisse. Ja, und auch das, meine Lieben, kann zu einem botanischen Garten gehören. Gepflegter Lärm als Mitmachstation, so ein Holzxylophon.
macht den Kindern auf jeden Fall auch Spaß. Und was sagt denn, dass nur noch die Kinder ihren Spaß haben sollen? Naja, für die Musikerkarriere wird es nicht ganz reichen. Alle wie Kinderdorferer, so viel kann ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mit der Familie einen botanischen Garten zu besuchen. Die fallen unterschiedlich aus, ist klar, es gibt auch welche mit Gewächshäusern dabei. Und die meisten sind kostenlos beim Eintritt. Also schaut rein, lernt mit den Kindern vieles über die Natur, vor allem eben über die Pflanzen. Weitere tolle Ideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne den YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, bis dann, pfiat, servus.